Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer nicht geeignet. Jede Maschine ist eine Todesmaschine, wenn man nur fest genug damit hinhaut. Und das ist einer der Hauptgründe, warum ich das nicht so toll finde, dass die PlayStation 5 jetzt weiß ist. Da ist es einfach noch so viel schwerer, die Blutspuren wieder zu entfernen. Und ja, falls man sich für vielleicht jetzt nicht unbedingt maschinell betriebene Todesmaschinen mit etwas seltsamem logistischen Hintergrund interessiert, wäre an der Stelle der tatsächlich geniale YouTube-Kurzfilm The Incredible Slow Murderer with the Extremely Inefficient Weapon. Und ja, das ist der tatsächliche Titel. Wirklich empfehlenswert. Und nein, natürlich sind nicht solche Death Machines damit gemeint, sondern wahrscheinlich so Dinge wie der Kopfrasenmäher von Caligula oder eben andere Dinge. Aber dafür gibt es ja großartige Filme wie Death Machines, die uns dann eben zeigen, um welche Death Machines es eigentlich gehen kann, weil diesen Obelisken, der in der Mitte unterbrochen ist und Leute zermanschen soll, mit den aufgeklebten Gesichtern, ähnlich wie der eine Pfosten bei Hellraiser 3, wo allerdings in der Nähe kein Kran ist, der den oberen Teil von diesem tonnenschweren Obelisken anheben kann, um dann diese Leute zu zerquetschen, beziehungsweise auch irgendwie kein Säuberungsinstrument und dann die Überreste irgendwie nach unten zu schwappen oder lasst mal das Ganze vom Regen ausspülen, ich weiß es nicht. Diese Maschine ist blöd konzipiert, aber blöd konzipiert ist, finde ich, etwas, das ich absolut perfekt finde für meine alltägliche Filmunterhaltung und auch etwas, das finde ich perfekt zur Trash Collection von CMV passt. Und nein, damit möchte ich an der Stelle auf keinen Fall meinen, dass die Reihe blöd konzipiert ist, ganz im Gegenteil, aber sie beherbergt halt eben einige Filme, die blöd konzipiert sind und die ich genau deswegen genauso sehr vergöttere. Übrigens ein Beispiel für das tolle Konzept hinter Death Machines ist die Tatsache, dass der Film entgegen seiner Optik auf dem Cover in erster Linie ein Martial Arts Film ist, der nur dann als eine neue Produktionsfirma mit Crown International eingestiegen ist, mehr oder weniger zu einem Science-Fiction-Reißer wurde, weil man sich dachte, das konnte man besser verkaufen. Genauso sind auch die Nacktszenen erst nachträglich in den Film hineingeschnitten worden oder hinein nachgedreht worden, nur um die dann auf dem Poster irgendwie vermarkten zu können. Man merkt ja, wie sehr das die Deutschen interessiert hat. Alternativ gibt's dann auch noch einen unter dem Titel The Executioners, vielleicht noch ein bisschen mehr an Filme wie Terminator oder Cyborg angelehntes, actionlastigeres Motiv, aber diese Nackedei-Szenen gibt's da nicht. Apropos gibt's da nicht, das erinnert mich an die Darstellerin Mari Honyo, die in dem Film die Dragon Lady spielt, die tatsächlich bis heute als vermisst gilt, beziehungsweise untergetaucht ist oder was auch immer, quasi mit dem klassischen Pierre Kirby-Effekt, nur, dass es bei ihr sogar eine Webseite gibt, die sich damit beschäftigt, sie vielleicht irgendwo wieder zu finden, beziehungsweise herauszufinden, was mit ihr passiert ist. Der Film lief laut OFDB, aber das ist in diesem Fall vielleicht jetzt nicht unbedingt 100% verlässlich, ungeschnitten in den deutschen Kinos, wurde dann allerdings für die deutsche VHS-Fassung um mehrere Minuten an Dialogszenen und Handlungsszenen erleichtert, wahrscheinlich damit das Ganze nicht mehr 93 Minuten lang ist, sondern nur mehr 87 Minuten und damit dann halt eben auch auf eine kleinere Videokassette drauf passt. Aber Marketing hat sich dann für die deutsche DVD bemüht, den Film so weit es geht wieder herzustellen. Dabei hat man eigentlich alle Szenen verwendet. Laut der Kollegen von Schnittberichte.com gibt es nur ein paar Vorlagenfehler von einer bis wenigeren Sekunden, die jetzt allerdings in meinen Augen nicht rechtfertigen, dass die DVD in der OFDB als geschnittene Fassung gelistet wird. Aber mit dieser Blu-ray von CMV bekommen wir jetzt höchstwahrscheinlich auf Basis von demselben Master, das auch Weniger Syndrome in Amerika veröffentlicht hat, eine deutsche HD-Premiere von dem Film. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut, auch wenn ich mir persönlich nicht sicher bin, ob ich nicht irgendwann einmal den Kauf von dem Mediabook bereuen werde, wenn der Titel höchstwahrscheinlich auch im Rahmen der Trash Collection noch einmal aufgelegt wird. Aber das war für mich ein Film, wo ich gesagt habe, ich muss den so schnell wie möglich haben. Ich habe damals beim Black Friday oder Halfway to Black Friday Sale nicht bei der amerikanischen Blu-ray von Vinegar Syndrome zugeschlagen, weil das einer der älteren Vincent Releases ist, wo es noch keinen Schuber gab und
der gehört für mich schon dazu und habe mich eben deswegen sehr gefreut, dass eben mit diesem Originalplakatmotiv, das dann eben auch auf dem Mediabook ist, übrigens das alternative Executioners Cover gibt es hierzulande dann natürlich auch als Mediabook-Version, aber ich habe dann hier zugeschlagen bei dem Motiv und sehr schön, da können wir noch einmal einen kleinen Blick auf das Executioners Cover werfen, das finde ich auch eigentlich relativ cool aussieht. Wir haben ein recht nettes durchgehendes Innendesign hier, das ein bisschen mich sehr an den Hintergrund eben von diesem Death Machines Cover erinnert und dazwischen dann ein eingenähtes Booklet mit einem Text von, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, weil ich habe vorher schon einmal durchgeblättert, von Christoph Kellerbach, Fragezeichen, sehen wir gleich, das tatsächlich eben einerseits ein paar Informationen rund um den Film bietet, beziehungsweise natürlich eben auch einige Bilder aus dem Film, die für mich persönlich mehr oder weniger ganz, ganz deutlich machen, dass ich mir diesen Film ganz, ganz schnell anschauen muss, weil Death Machines tatsächlich nach einem absolut perfekten Filmkracher für mich klingt der hier von CMV, finde ich, in einem schön verarbeiteten Mediabook veröffentlicht wurde. Ein Release, der mich wirklich, wirklich sehr, sehr interessiert und ein Film, auf den ich sehr, sehr, sehr gespannt bin.